Ja, 9 Punkte aus 3 Partien, das ist die makellose Bilanz des 1. FC Magdeburg aus den 3 Spielen der englischen Woche gegen Werders zweite Mannschaft, Preußen Münster und Wien Wiesbaden. Damit konnte man zunächst mal den Abstiegskampf hinter sich lassen. Das Mittelfeld auch unten dazu, viel Rückenwind. Das letzte Spiel vor der Länderspielpause gegen Holstein Kiel auf dem Weg zum 4. Sieg. Kiel selber 5. vor dem Wochenende, könnte mit einem Erfolg 3. werden. Große Chance also für den neuen Trainer Markus Anfang. Er zwar gerade bei 2 seiner 4 Spiele mit Kiel gewonnen, aber trotzdem heute einen Riesenschritt machen kann. Und das vor der wichtigen Pause in Liga 3. Erster Angriff für die Gastgeber aus Magdeburg in den blauen Trikots mit Butzen. Flanke für Beck, rausgeköpft von Schmidt und Tschichos. Kiel unverändert, spielt wie gegen Mainz zweite Mannschaft, Magdeburg mit Glinker im Tor, pausierte gegen Wiesbaden, heute wieder bereit für die Startelf anstelle Leopold Zingeles. Schiller, Löhmanns drüben, zweiter Ball für Magdeburg, Sowislo. Auch wenn das harmlos ist, offensiver, schneller Start der Gastgeber. Der FCM hat 8 Tore zuletzt geschossen, auch das eine klare Verbesserung nach dem schwachen Saisonstart, so wie es nur mit der ersten Gelegenheit, deutlich am Tor vorbei und dennoch ein Zeichen, sie wollen nachlegen zum 4. Sieg in Serie für die Elbstadt. Dominik Drexler, Kiel braucht ein bisschen, um in das Spiel hineinzufinden, dann über die linke Seite Leverenz gegen Schiller. Arne Sicker, aus der Jugend hochgearbeitet, jetzt in der Startelf zum wiederholten Male bei den Kielern, Flanke von Leverenz und Bieler gefunden, in den Rücken von Sprenger gestartet, keine Gefahr für das Tor von Jan Glinker. Dann wird es hektisch in Magdeburg, beginnt mit dem Ballgewinn von Schwede nach dem Fehlpass von Balz, Farona Polido, nicht zu stoppen von Hermann, ganz stark schon gegen Wiesbaden, jetzt über links, Flanke weit für Zeit, Sicker, rausgeköpft von Schmidt, nochmal, so wie es los, Schmidt abgeblockt, Distanzschuss harmlos, rausgeschlagen, Beck gegen Sicker. Zweikampf nicht abgepfiffen, Partie läuft weiter, aber während Sicker am Boden liegt, führt der 1. FC Magdeburg seinen Einwurf aus mit Christian Beck und Schahed. Drexler kann zunächst mal klären für die Kieler, Partie läuft in die andere Richtung mit dem langen Ball von Peitz. Gut geklärt und klasse mitgespielt von Jan Glinker, aber genau auf den Kopf von Hermann geklärt. Somit die nächste Chance für Holstein Kiel, auch das nicht abgepfiffen. Gegen Farona Polido. Schindler vorbei an Sprenger. Ganz einfach über die rechte Seite. Das ist viel zu leicht für Kingsley. Schindler dann. Peitz. Ball verstolpert trotzdem. Weitergespielt. Schindler abgeblockt. Peitz nochmal. Diesmal reingepasst für Schindler. Glinker und Peitz. Hektische Minute in Magdeburg. Erst die Doppelchance für den FCM. Dann dreimal Kiel. Zuletzt abgeblockt von Löhmanns Röben gegen Peitz. Beide Mannschaften mit offensiver Anfangsphase in dieser Partie. Die Kieler jetzt besser. Wieder über die rechte Seite mit Dominik Peitz und Kingsley Schindler. Diesmal gegen Löhmanns Röben. Einfacher Haken und Peitz! Nächste Chance des Duos Schindler und Peitz. Rechts am Tor vorbei. Magdeburg in dieser Phase unkonzentriert. Macht Fehler. Kiel spielt offensiv nach vorne. Schindler, dritter Angriff über rechts. Gegen Schwede und Sprenger. Fetsch! Mit dem Kopfball ehemaliger Dresdner, gut in die Arme von Glinker geköpft, deswegen kein Problem für den Magdeburger Torwart. Dennoch nichts mehr zu sehen von den Gastgebern. Kiel drückt auf die Führung in Magdeburg. Ballverlust von Drexler. Mal die Gastgeber mit Löhmanns Röben und Farona Polido. Das ist kein Abseits. Oder doch, sagt der Assistent, spät entschieden. Die Fahne blieb zunächst unten, dann aber Abseits entschieden. Und es ist richtig erkannt gegen Farona Polido. Letzte Woche genauso ein Pass gespielt für Christian Beck. Diesmal leicht im Abseits angespielt gegen Holstein Kiel. Schahed nach dem Aussetzer von Sicker. Mal durchgelaufen. Und Beck! Ist das leicht? Christian Beck, 1-0 Magdeburg. Aus dem Nichts das Tor. Einfach mal die Flanke geschlagen von Schahed. Und dann eiskalt reingeköpft von Christian Beck. Sicker verschätzt sich, deswegen darf Schahed durchlaufen. Diese Flanke darf nicht passieren. Und dann schafft es Hermann nicht zu verteidigen gegen Christian Beck. So frei dürfen 1,96 Meter nicht stehen. Kronholm dann machtlos bei diesem Kopfball. Klarer Fehler auf der Außenposition. Ihn dann schwach verteidigt. Christian Beck mit seinem 7. Saisontor traf zuletzt in der englischen Woche gleich 2-mal gegen Preußen Münster und gegen Wien Wiesbaden. Jetzt nachgelegt vor der Länderspielpause gegen Holstein Kiel. Halbzeitführung für den FCM. Zweiter Durchgang. Es wird ein Fußball auf ein Tor. Kiel mit Hermann.
Leverenz. Matthias Fetsch. Peitz wieder für Fetsch. Klasse gespielt. Hermann! Eigentlich Rechtsverteidiger, geschlafen eben gegen Christian Beck. Jetzt mit der Chance gegen Glinker. Toll pariert von Magdeburgs Nummer 1. Letzte Woche Zingerle mit Glanztaten. Jetzt wieder Glinker mit der ersten wichtigen Aktion dieser Partie gegen Kiel. Eckstoß danach ausgeführt von Leverenz. Und Chicos! Toller Kopfball des Kapitäns der Kieler. Noch besser gehalten von Glinker. Dritter Eckstoß bereits. Der zweite blieb ohne Folge. Leverenz diesmal an die Grenze für Fetsch gespielt. Harmlos nachgesetzt. Chicos kommt nicht aus dem Abseits. Drexler wartet zunächst. Sieht dann Schindler. Wieder kein Abseits. Kingsley Schindler. Und Fetsch! Nächste Chance vergeben, auch Matthias Fetsch mit seinem nächsten Kopfball, auch beidseitig gewartet, Doppelchance der Kieler aus den Standards und sie spielen immer weiter. Gerade mal 5 Minuten später wieder die Gäste über Alexander Bieder, ganz viel Platz durch die Mitte gespielt für Matthias Fetsch. Die Bilder ähneln sich, frustrierte Kieler schaffen es nicht, das Tor zu machen. Bei deutlichem Chancenplus jetzt im zweiten Durchgang nicht zu sehen von den Magdeburgern. Aber einfach zu viele Chancen vergeben bei Holstein Kiel. Freistoß, mal Entlastung für Schiller, aber so nicht. Ballgewinn der Kieler. Luca Dürholz mittlerweile eingewechselt, früher in Dresden gespielt, jetzt mit Kiel gegen Magdeburg. Leverenz. Wieder Dürholz. Alexander Bieler, Sané, einfach durch, die Chance, Sané, Latte, dann Hammern geklärt und Salem. Unfassbar, Kiel vergibt die größten Chancen der Partie, aus Sané gegen die Latte, dann Salem, der den Ball nicht ganz kriegt, die nächste große Chance nicht genutzt, es wird ganz bitter für Holstein Kiel, wenn sie nicht das Tor machen und Magdeburg kommt dann mal wieder nach vorne. Christian Beck, so wie Slow. Rasik eingewechselt, das ist Chahit, für Beck gedoppelt und es gibt dafür Freistoß. Heftige Entscheidung gegen Holstein Kiel, wunderschöne Position für den Freistoßexperten des 1. FC Magdeburg. Das ist Nico Hamann, der Rechtsverteidiger, in Sandhausen ausgeliehen, ein halbes Jahr dann zurückgekehrt. Jetzt wieder beim Standard für die Gastgeber und nach langer Zeit die Chance zur ersten Gelegenheit in Durchgang 2. Hamann! So nicht, keine Gefahr für Kenneth Kronheim, keine Aufgabe für den Kieler Torwart, seit Wiederanpfiff die letzte Chance mit Christian Beck, kein Ball aufs Tor und auch der geht weit vorbei, Nico Hamann kann das deutlich besser aus dem Runenball für Magdeburg. Es laufen die letzten Minuten, Ballverlust nochmal, Hermann, Magdeburg mit dem eingewechselten Florian Kart, schickt nochmal Christian Beck ins Laufduell mit Schmidt abgedrängt, aber dann eine super Flanke, Rasik! Kronheim zur Stelle, einziger Ball aufs Tor, Querschläger von Schmidt, nochmal Kronheim gefordert, sonst nicht zu sehen. Und trotzdem gewinnt der 1. FC Magdeburg schmeichelhaft glücklich gegen Holstein Kiel durch das Tor von Christian Beck. Riesiger Erfolg für das Team von Jens Hertel, nachgelegt nach den 3 Siegen der englischen Woche. Schauen Sie mal, Jan Glinker, es ist die Befreiung nach dem schwachen Saisonstart, unter anderem ja gegen Köln 0:3 verloren. Jetzt die 4 Siege, 12 Punkte geholt, alles wieder im Lot bei Magdeburg, die vorbeigehen an den Kielern, nach oben angreifen. Das nächste wichtige Tor von Christian Beck mit seinem 7. Saisontor. Er macht die wichtigen Treffer, traf gegen Wien Wiesbaden, jetzt wieder gegen Holstein Kiel. Kenneth Kronheim bedient, bitterer Misserfolg, den großen Sprung verpasst. Dafür auf der anderen Seite Riesenjubel und ein perfekter Ausgang vor der Länderspielpause für Magdeburg.